Du weißt, ich schieße gern mit Armbrust und anderen Dingen, aber heute will ich was ganz Primitives probieren, und zwar Atlatl. Und deswegen ist der Gri dabei, nämlich von Living Skills. Grüß euch. Und der Gri ist, was bist du? Ich bin Handwerker, der gerne Atlatl macht und Schütze für prähistorische Jagdwaffen. Und wenn dich das auch interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Gri, schön, dass du da bist hier. Danke, dass ich da sein darf. Im Buschkraftareal auf Valdola.at. Warum ist er überhaupt hier? Auf dem Arne Rossmann-Kanal haben wir zwei Interviewserien. Und zwar, weil du warst bei Alone Deutschland dabei. Genau, so ist es. In Vancouver Island. Mhm. Und wenn dir das auch interessiert, gebe ich da unten den Link. Schau dir die Videos auch an. Aber es geht heute um Atlatl. Eine der ältesten Waffen, die es gibt in der Menschheitsgeschichte. Neben dem Wurfstock und dem Stein, den sie ja irgendjemand nachgeworfen haben, haben sie sich irgendwann das einfallen lassen. Und zwar ist es im Grunde ein Stock, der ungefähr armlang ist, mit einem Haken da oben, in den ich diese kleine Einbuchtung da oben einhaken kann. Und was das macht, ist, es ist eine Verlängerung von meinem Arm. Heißt, also ich habe größere Reichweite mit dem Speer oder eben mit dem großen Pfeil. Weil Speere ist es ja nicht, ein Speer ist immer vorne ein bisschen schwerer als wie hinten und die sind ungefähr gleich austariert sozusagen. Und jetzt werden wir mal schauen, ob da was passiert, wenn ich den werfe. Na boom! Wie funktioniert das jetzt? Also, im Grunde halte ich den fest wie ein Hammer. Ich möchte, dass der in der Hand bleibt. Das ist kein Wurfstock, sondern eben wirklich die Schleuder, die den Speer beschleunigen soll. Also die halten wie ein Hammer und was ich dann mache, ist Daumen und Zeigefinger auseinander. Mhm. Und wenn ich das einhackel da oben. Da wird einkackelt, okay. Ja, sitzt da drin. Genau. Und was machst du jetzt mit den Daumen und Zeigefinger? Ich versuche so weit wie möglich vorne zu greifen. Damit Warum? Ich ein bisschen Druck nach hinten habe. Wieso? Wenn ich den gerade so halte, dann macht die ganze Zeit so. Ah, okay. Ah. Okay. Heißt also, einhackeln, so weit wie möglich vorne greifen, dass der stabil drin ist. Mhm. Und was ich dann machen kann, ist eben, ich halte ihn immer fest und lasse dann einfach im Moment, wenn der Pfeil, also wenn die Federn an meinem Kopf vorbeigehen, aus. Weil dann hat er genug Geschwindigkeit drauf, dass er das macht, was er tun soll. Mhm. Genau das zum Beispiel. Ja, ich glaube, dass das genau so soll. Das Gerät schaut ziemlich einfach aus. Wirklich, ziemlich einfach. Ja, Reini, geht schon. Was? Schnapp da Schleuder an, geht's los. Oh, na, ich bin gespannt. Ja, Krieger liegen jetzt ur viele. Welche soll ich nehmen? Ja, da gibt es verschiedenste Versionen. Und da gibt es eben in Australien auch welche, die richtig, richtig breit sind, aber eigentlich viel länger. Die sind so aus dem Südwesten Amerikas, so ganz ursprüngliche oder ganz einfache, die, was man mit jedem Kind machen kann, einfach wenn man sich eine Ausgabe sucht und die eine dann einfach zurechtspitzt sozusagen. Ah, das war Ausgabe, da war die Gabel raus, ja? Die schaut doch nett aus. Soll ich die probieren? Gerne. Oh, bin gespannt. Oh, yes, der ist doch geflogen. Naja, geflogen ist er, aber nicht dorthin, wo ich wollte. Ein bisschen viel Schwung auch. Okay. Ja, aber der ist mal ausgekommen, wie man so schön sagt in Österreich. Hat aber nicht schier ausgeschaut. Ja, also, mein Stinger ist einfacher. Hey, ja. Hey, hey, hey. Aber jagen? Wie kann man mit dem jagen? Ja, wenn man sich das vorstellt, gell, was unsere Vorfahren alle gemacht haben früher, und zwar das meiste ist halt einfach mit Feuerstein passiert. Gell. Obsidian, so wie das da zum Beispiel, oder eben so Feuersteine, was bei uns in der Nordsee und so gibt, Ostsee, der ist aus der Ostsee, oder irgendwelche Jaspis, also irgendwelche Steine, die hoch klingen, je höher sie klingen, desto schärfer sind sie. Und damit kann man einfach besten Jagdwaffen oder Projektile, besser gesagt, herstellen. Weil das Problem ist nämlich bei den Meisterschaften, dass man nur Materialien verwenden darf, die auch in der Steinzeit schon da waren. Heißt also Hirschsehnen, Birkenteer, Knochenspitzen. Man kann natürlich auch Steinspitzen drauf tun, nur die kriegst du dann aus so einem Ziel nicht mehr raus. Und was das Spannende halt ist, ist, dass ich die Takedown mache. Takedown? Genau, Takedown bedeutet, ich kann sie einfach zusammenlegen. Weil die Speere sollten mindestens so groß sein, wie einer selber ist. Je länger die Speere sind, desto stabiler fliegt er, desto besser tangiert er sich aus sozusagen. Wie machst du das? Was das ist ein hohler Bambus, den ich sozusagen vorbohre und die genau anpasse. Also der steht dann unten an, die klebe ich dann mit Hautleim rein. Und kann man solche Teile auch bei dir beziehen? Ja, absolut. In meinem Etsy-Shop habt ihr die Möglichkeit, diese zu bestellen. Und auch natürlich Speerschleudern. Speerschleudern habe ich halt immer drin, wenn sie gerade fertig sind oder auf Anfrage. Glaubst du, dass du mich so weit trainieren kannst, dass ich diese Gams hier auf 10 Meter treffe? Also ich würde sagen, wenn wir viel üben,
und gleich loslegen, dann kriegst du die Satzung. Na dann, let's go. Und was wir dann machen ist, das da. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Und so wenig wie möglich denken, Reini. Nicht denken, das fällt mir ja leicht, aber na Bumsti, treffen. Das wäre gut. Ich mache keinen Schritt. Gut. Na, oh, das ist davon gelaufen. Yeah! Zu viel, du willst zu viel. Aber ich hab sie schon einmal gestreift, du. Du hast sie voll gekitzelt. Gekitzelt. Übrigens, wir sind hier im Buschkraftareal auf faldolab.at. Das heißt, wenn du mit deinem Bogen oder mit deiner Armbrust oder mit deinem Atlatl jetzt in Zukunft üben willst, für unsere Gäste ist das alles inklusive. Das ist schön da. Das ist schön, finde ich auch. Achso, ich soll ja nichts denken. Nichts denken, nur nach vorne ziehen. Es ist zwar schön da. Ah, yes, yes, gut geflogen. Einmal noch. Weiter. Nicht denken. Holla! Holla die Waldfee! Das war jetzt der Zufall. Okay, ob ich das reproduzieren kann, das taugt mir jetzt. Oh, der ist abgeprallt. Ja. Ich hab getroffen! Ja. Ich hab getroffen! Yep. Holla! Hey. Aber wenn man es einmal hat. Hey! Drei von alle. Du hast alle getroffen. Ich hab alle getroffen eigentlich, ja. Alle, der ist nur abgeprallt. An nichts denken, das geht am besten. Gell? Ist cool, das taugt mir jetzt, cool. Also ich bin jetzt positiv überrascht. Ich bin wirklich positiv überrascht, denn eigentlich ist das gar nicht so einfach. Mhm. Aber ich bin auf den Geschmack gekommen, wie man in Österreich sagt, und werde mir so einen Teil von dir besorgen. Voll gerne. Wie können Leute mit dir in Verbindung treten über Instagram? Oder? Instagram ist das Einfachste. Ich gebe unten den Link zum Cree, schau ganz einfach vorbei. Genau. Ich hole mir jetzt so einen Teil. Ich hätte gern 6 Pfeile und genau so eine Länge, genauso wie das hier. Das machen wir. Gerne. Absolut. Du hast noch eine eigene genau. Messerbrand und auch eine. Was ist das hier für ein Messer? Also im Grunde Ötzi-Style-Messer. Kleine Klinge, wo man gut Kleinigkeiten machen kann. Man kann drauf hauen, es ist wirklich stabil gebaut. Der Living Skills Carver wird er von uns genannt. Liebevoll. Vom Robert und von mir. Und er baut den selbst bei sich in der Werkstatt und handgefertigtes Messer. Wer eins möchte, gerne einfach Bescheid schreiben. Wenn ihr überhaupt was wissen wollt oder irgendwie einen Speerschleuder bestellen wollt bei mir, einfach auf Instagram Nachricht schicken. Perfekt. Das klingt gut. Das ist wunderbar. Und du hast auch noch eine Modebrand. Und die habe ich schon einmal hier am Kanal vorgestellt. Ja, und zwar Cree Living Skills. Vor einiger Zeit vorgestellt. Weiß ich nicht, das war das noch vor Corona oder war das in Corona? So was, irgendwie sowas, ja. Irgendwie, genau. Ist schon längere Zeit her. Wenn du auch da vorbeischauen willst, gebe ich da auch den Link. Genau. Und ich sag nur wirklich eins. Unseren Vorfahren muss wirklich fad gewesen sein, dass die auf das draufkommen sind. Aber gut.